Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Raspberry Pi Argos Genesis Terminal. Nachdem man nun Argos auf dem Raspberry Pi installiert hat, kann man das Management Genesis über den Webbrowser erreichen mittels Eingabe Argos Doppelpunkt 8000 oder IP-Adresse Doppelpunkt 8000 und mit der Eingabe Admin kann man sich dann erfolgreich einloggen. Am Anfang erscheint gleich der Systemmonitor mit Projektnews und den Widgets, die man hinzugefügt hat, zum Beispiel CPU-Auslastung oder Speicherauslastung oder Netzwerkmonitor. Über den Button Add Widget kann man noch einige Widgets hinzufügen, einfach draufklicken und dann wird das noch mit unten angezeigt. Unter Alerts, das sind die Alarmglocken, die eventuell läuten, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, dann wird das hier aufgelistet. Unter Users, Settings oder beziehungsweise hier Users. Das ist die Benutzerverwaltung. Hier kann man die Benutzer verwalten, zum Beispiel das Passwort ändern oder ein Home-Verzeichnis neu setzen oder den User löschen. Ebenso kann man einen neuen User hinzufügen. Hier sind die Genesis-Einstellungen. Dann gleich darunter sind die Netzwerkeinstellungen, die man auch ändern kann. Und dann darunter sind die Applications, wo man auch hier neue Tools und Dienste installieren kann. Das habe ich schon mal getan, hier mit dem Tool Execute und mit Terminal. Die habe ich installiert und die möchte ich jetzt auch mal zeigen. Einmal Terminal. Einfach ein Terminal-Emulator, wo man Unix-Befehle eingeben kann, und zwar über den Webbrowser. Das ist hier sehr klein, man muss also genauer hinschauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video erkennen kann, aber ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Hier kann man jetzt Befehle eingeben, wie man das bei einem normalen Terminal auch machen würde, wobei das hier nur sehr langsam geht. Man muss auch langsam vorgehen, denn sonst verändert sich die Reihenfolge von der Eingabe. So, Pacman ist jetzt zum Beispiel hier der Paketmanager auf dem System, da das Ganze auf Arch Linux basiert. Mit Pacman kann man Pakete installieren, deinstallieren und updaten, das ganze System updaten. Und mit Pacman minus groß Q werden alle Pakete aufgelistet, die schon installiert sind. Dann mit Systemctl kann man zum Beispiel Dienste stoppen, starten, deaktivieren und aktivieren und den Status abrufen. Zum Beispiel mit Systemctl start sshd.service kann man sshd starten. Mit Systemctl stop sshd.service kann man sshd stoppen und mit systemctl enable sshd.service kann man den Dienst aktivieren und mit disable deaktivieren und mit systemctl Leerzeichen Status Leerzeichen ss hd.service wird der Status von SSHD dann angezeigt. Ebenso kann man noch neue Terminals hinzufügen. Außerdem gibt es noch jetzt hier die zweite Möglichkeit unter Tools Execute. Hier kann man ebenfalls Befehle, einfache Unix-Kommandos eingeben
und das wird dann auch ausgeführt und die Ausgabe erscheint dann unten zum Beispiel auch wieder Pacman-Groß-Q ausführen. Unten wird die Ausgabe angezeigt oder auch wieder System CTL Status und SSHD.Service auch ausführen und das ist die Ausgabe. Und hier gibt es noch eine gewisse History. Das war User Power von Open Screencast. Ciao und viel Glück.